Ich bin Peggy Silop, ich bin die Projektmanagerin und Initiatorin von Here How You Like to Hear, dann Citizen Science Projekt, das seit 2017 am Fraunhofer IDMT Oldenburg läuft. Und ja, ich habe hier meinen ersten Podcast-Gast, Helga Spellroyen. Die ist mir schon aufgefallen durch einen Talk auf dem 28C3, dem 28. Chaos Communication Kongress, vor 6 Jahren, nämlich weil sie sich sehr engagiert für selbstbestimmtes Hören. Genau, also springen wir direkt aufs Thema. Liebe Helga, erzähl doch mal so ein bisschen, was dein Background ist und was dich dazu gebracht hat, diesen Talk zu halten, warum du selbstbestimmtes Hören so wichtig findest und um was es da jetzt erstmal ging. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich habe dein Projekt sehr interessiert verfolgt und was deine Frage zu meinem Background angeht, in meinem täglichen Leben bin ich Entwicklerin bei Google und habe aber eine Hörbehinderung, also einen Hörverlust und trage seit 10 Jahren Hörgeräte. Und so als jemand, der aus der Technik kommt, habe ich dann irgendwie festgestellt, ja, da kann man ja wirklich nicht viel machen so als Benutzer, man kann nicht viel einstellen. Und das hat mich halt ein wenig frustriert und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert, was es so gibt, was geht und was nicht geht. Und da bin ich dann halt irgendwann zu diesem Talk gekommen, den ich gehalten habe. Okay, und warum findest du selbstbestimmtes Hören so wichtig? Also ich muss sagen, ich finde generell wichtig, dass wenn man technische Geräte kauft, dass man als Benutzer noch eine gewisse Kontrolle darüber hat. Also ich finde auch zum Beispiel, dass man sie reparieren dürfen sollte. Also wenn mein Toaster kaputt geht, möchte ich den auch selber zusammenlöten können. Oder ich möchte die Firmware von meinem Router ändern können, wenn ich das möchte, ohne dass ich jetzt die Garantie verletze. Und bei Hörgeräten ist es dann nochmal umso schlimmer, weil das sind Geräte, die ich den ganzen Tag trage und die sehr signifikant einen Einfluss darauf haben, auf mein Leben haben. Und wenn ich da irgendwie nur irgendwie, keine Ahnung, höchstens zwei Buttons habe, die ich drücken kann, fühle ich mich da besonders als technisch versierter Benutzer ein wenig benachteiligt, weil ich denke mir, man kann den Benutzern schon ein bisschen mehr zutrauen als das. Also ich habe ja auch Autofahren gelernt, was auch deutlich mehr Knöpfe hat. Und das darf ich auch. Und warum darf ich denn nicht so viele Dinge an meinem Hörgerät einstellen? Ach so, apropos, du siehst eigentlich jetzt gar nicht benachteiligt an. Guck mal, ich habe hier voll die fetten Teile auf dem Ohr und wenn ich das richtig verstehe, du hast ja gar keinen Kopfhörer, wie kommst du denn klar? Ja, das ist eine Neuerung. Ich habe nämlich erst im Dezember neue Hörgeräte bekommen und erst in den letzten Jahren gab es Hörgeräte, die Bluetooth direkt können. Das heißt also, ich kann meine Hörgeräte wie ein Bluetooth-Headset mit meinem Laptop verbinden. Das Sehr hat cool. Vor- und Nachteile. Ich finde es total klasse, weil ich tatsächlich vorher musste man immer irgendwelche extra Adapter sich um den Hals schnallen. Die hatte man natürlich nie an, wenn man angerufen wurde. Und die sind auch irgendwie klobig und bleiben an der Jacke hängen. Und jetzt gibt es halt ein paar Geräte, noch nicht viele, die das auf dem Markt, die das so können. Und ich muss sagen, das hat tatsächlich sehr viel verändert in meinem Leben. Also seither höre ich viel mehr Hörbücher und Hörspiele, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, wo ich vorher viel zu faul war, diesen Adapter anzuziehen. Und ja, jetzt denke ich auch so ein bisschen, das hat tatsächlich, wo man mal einen Vorteil hat gegenüber den Menschen, die hören können. Ja, naja, ich meine, es gibt ja inzwischen auch True Wireless Hearables, also habe ich jetzt halt noch nicht, aber das ist auf jeden Fall Next Generation, kann man wieder extra diskutieren. Ich wollte ganz gerne, also in dem Projekt, zu dem ich forsche, da geht es ja irgendwie genau um diesen Schnittpunkt. Also jetzt bin ich quasi, ich hinke quasi deine Technik hinterher so. Also ich habe jetzt ein Hearable an, also einen Kopfhörer. Ich wollte einfach mit dir auch nochmal drüber reden, also nochmal so ein bisschen heraus diskutieren, wo sind denn eigentlich so Überschneidungspunkte oder wo gibt es vielleicht auch gemeinsame Interessen zwischen Leuten, die einfach Hearables tragen, also irgendwelche elektronischen Geräte zum Hören und dir, was du sagst, also wo du eine Hörhilfe tragen musst, aber durchaus irgendwie die auch trägst, wie jeder andere, der irgendwie ein Bluetooth-Headset trägt. Also im Moment eigentlich sogar besser drauf als ich.
Ich habe ja da in diesem Zusammenhang eine Online-Umfrage gestartet, wo 600 Leute teilgenommen haben. Also die Umfrageergebnisse, da arbeiten wir gerade dran, die gibt es demnächst hier in der Umgebung bestimmt auch, wo dieser Podcast auf den gleichen Zeiten, wo der Podcast veröffentlicht wird. Ich wollte ganz gerne mit dir auch nochmal die Fragen durchsprechen, die wir in der Online-Umfrage gefragt haben, so als Einstieg mal. Und zwar jetzt abgesehen jetzt von diesem coolen Feature, dass du irgendwie dich mit Bluetooth connecten kannst, das uns ja jetzt gerade sehr hilft, würde ich dich fragen wollen, in welche Situation, welche Hörsituation findest du für dich besonders schwierig als Mensch mit Höreinschränkungen? Also am schwierigsten finde ich immer noch so Situationen, wo man sich mit Leuten unterhält, aber sehr viel Hintergrundgeräusche sind, also Restaurants, Kantine, sowas. Das war auch der Grund, ich habe ja erst vor 10 Jahren Hörgeräte bekommen, das war auch so die ersten Situationen, wo ich das gemerkt habe, dass ich da schlechter höre als die anderen. Und das ist auch immer doch das, was so, ich sag mal, von den Einstellungen der Hörgeräte am längsten dauert, bis das perfekt sitzt. Und genau, das ist eine Sache. Die andere Sache, die ich da nennen würde, wäre halt telefonieren, weil ich habe mir tatsächlich irgendwann angewöhnt, mehr oder weniger bewusst von den Lippen zu lesen. Und natürlich, wenn man dann telefoniert, hat man die Möglichkeit nicht. Und da ist es halt, dann bin ich dann auch umso mehr auf guten Audio-Stream angewiesen, um Telefonate führen zu können. Ja, das habe ich auch, so eine Tendenz habe ich auch bei anderen rausgelesen. Also Sprach verstehen mit Hintergrundgeräuschen ist ein Riesenproblem. Und das ist auch die erste Situation, wo man feststellt, dass irgendwas nicht stimmt. Hast du denn eigentlich, wenn du jetzt frei bestimmen könntest, was dein Hörbel, also dein Hörgerät, whatever, worauf, was es, auf welche Ereignisse es hinweisen könnte, was würde dich dann interessieren? Also Telefonie interessiert dich auf jeden Fall. Was würde dich noch interessieren? Ja, ich habe auch in dem Fragebogen so die Beispiele gehört. Ich muss sagen, die meisten Sachen, so wie irgendwie Verkehrsmeldungen oder so, die interessieren mich jetzt nicht so sehr. Ich glaube, in heutigen Zeiten fände ich sowas wie so ein Abstandsmesser ganz gut. Jemand, der zu nah dran ist, dass es mich warnt. Ach so, ja, Warnung bei genau, okay. Und ich meine, das brauche ich jetzt selber nicht, aber ich dachte mir, dass das eigentlich für so medizinische Sachen vielleicht interessant wäre. Also wenn man zum Beispiel Diabetiker ist, dass einem, dass man so einen Warnton bekommt, wenn der Zucker abfällt oder irgendwie sowas. Ach so, ja. Das brauche ich jetzt persönlich nicht, aber wenn ich sowas hätte, wäre ich dafür dankbar, glaube ich, wenn das ging. Ja, okay. Wir brauchen noch ein paar mehr Sensoren, glaube ich, an den Hörgeräten. Also ja, das kann Abstandssensoren, Diabetes. Das kann ja auch vom Handy irgendwie kommen. Okay, lass uns drüber nachdenken. In welchen Situationen verbessert dein Hörgerät eigentlich am besten deine Hörfähigkeit? Du hast gerade schon erwähnt, dass es besonders schwierig ist, Sprachverstehen mit noisy Background, ne? Und genau. Da hast du eine deutliche Verbesserung, aber gibt es auch noch andere Situationen, wo du dann besser hören kannst? Also das ist zumindest die, wo ich immer am meisten drauf poche, dass mein Akustiker das ordentlich einstellt, und das ist irgendwie so das Schwierigste. Ich meine, wenn das halt funktioniert, dann gehen generell Sprachsituationen gut, auch wenn es ja nur einer ist, mit dem ich rede, oder eine Gruppe. Also das ist halt, wenn man versucht, das ordentlich einzustellen, dann gehen die anderen Sachen auch ganz gut. Was ich dann auch immer noch ganz gerne habe, aber als extra Programm, ist halt tatsächlich was für den Musikgenuss. Also das geht ja so ein bisschen entgegen der Sprachverständlichkeit. Also bei der Sprachverständlichkeit machen Hörgeräte ja ganz viele Filter und was weiß ich nicht alles, während man bei der Musik möglichst ungefiltert die Frequenzen hören will. Und deshalb muss man sich da zwischen zwei Programmen entscheiden, aber da ich auch immer noch gerne auf Konzerte gehe und Musik höre, frage ich meinen Akustiker da auch immer, dass er das Musikprogramm gut einstellt. Okay, und kannst du dich denn eigentlich noch erinnern, wie sich Musik angehört hat, als du sie noch hören konntest? Ja, schon, glaube ich. Wird natürlich immer schwieriger, das zu vergleichen. Also ich merke halt schon manche Sachen, ich mag manche Musik jetzt
lieber oder nicht so lieb, je nachdem, wie viel Bässe da drin sind, weil ich die hohen Töne halt nicht so gut höre. Ich merke auch, dass Musik, die ich vor 10 Jahren schon mochte, dass ich die immer noch mag, egal wie sich sie anhört, einfach weil mein Gehirn das halt weiß. Und ich finde es zum Beispiel schwieriger, neue Musik so kennenzulernen und dann lieben zu lernen. Also tatsächlich braucht es ein bisschen länger, bis ich wieder was Neues lerne. Also ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zusammenhängt, dass man irgendwie als Teenager der Musikgeschmack geprägt wird und danach nicht mehr so ganz. Also mir sagen auch Leute, die gut hören, dass sie trotzdem immer noch das hören, was in den 90ern lief oder so. Aber ich merke da so ein bisschen anderen, ja, ein bisschen anderen Musikgeschmack vielleicht. Und ich weiß nicht, ob es mit dem Hörverlust zusammenhängt oder einfach so gekommen ist. Keine Ahnung. Ja, also meine Tochter ist Teenager und die hört Musik so seit ab 50er bis spätestens 80er. Also das ist schwer auseinanderzuhalten auf jeden Fall. Aber wie war das eigentlich bei dir? War das so ein schleichender Hörverlust oder ist das auf einmal eingetreten? Apropos vor 10 Jahren oder so, weil wusste ich gar nicht, dass es jetzt 10 Jahre bei dir her ist. Also bei mir war das schleichend. Also ich hatte nicht irgendwie so einen abrupten Hörverlust, so einen Hörstoß oder so, sondern ich habe einfach so, da war ich so Ende des Studiums, gemerkt so, immer wenn ich in der Kantine sitze, meine Kollegen können sich irgendwie unterhalten und ich nicht. Ich weiß auch bis heute nicht, woran es liegt. Also ich habe so von der Hörkurve her so das Typische, eine Altershörverlust ist, also die hohen Frequenzen mehr als die Tiefen. Und ob ich jetzt zu viel Musik gehört habe oder nicht, weiß ich nicht. Oder in meiner Familie gibt es jetzt auch nicht wirklich viele Leute, die nicht gut hören können. Also eigentlich ist es immer noch undiagnostiziert. Ach so, okay. Ja, aber irgendwann hast du dich dann entschlossen, okay, es geht nicht mehr. Was war das für ein Punkt, als du dich da entschlossen hast? Also irgendwann habe ich halt gemerkt, so ja, nee, irgendwie ich vermeide mittlerweile soziale Veranstaltungen, wenn zum Beispiel, wenn ich das Restaurant kenne und das besonders schlecht ist von der Akustik, besonders viel Halt, dass ich dann eher weniger Bock hatte mitzugehen. Und dann dachte ich, nee, es kann doch nicht sein, dass es einen Effekt auf mein soziales Leben hat. Und dann bin ich halt tatsächlich mal zum HNO-Arzt und hatte dann, also damals war das halt dann noch ganz, ganz wenig, aber es ist auch eigentlich ganz gut, wenn man früh ein Hörgerät bekommt, weil tatsächlich man das Gehirn ja wirklich die Sachen, die man nicht mehr hört, vergisst. Und je später man dann ein Hörgerät bekommt, desto schwieriger ist es, sich dran zu gewöhnen. Und von daher hatte ich da irgendwie von alleine die Einsicht, okay, ich ist halt so, jetzt nehme ich das halt hin und kriege dann halt ein Hörgerät. Okay, und wie zufrieden bist du denn jetzt mit deinem Hörgerät? Ist das jetzt perfekt für dich und alles tutti, oder? Ich muss sagen, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, da würde ich sagen, nee, auf jeden Fall nicht alles super. Also da war ich echt noch auch noch oft frustriert von Situationen mit lautem Restaurant, lauter Club oder was weiß ich. Jetzt meine neuen Hörgeräte, muss ich sagen, da bin ich schon sehr begeistert. Also die sind auch noch nicht 100%. Also da geht noch was. Also, aber ich würde sagen, die meiste Zeit bin ich so bei 80-90%. Also da merke ich nicht mehr so viel Nachteil gegenüber Leuten, die gut hören können. Und es gibt manchmal sogar Situationen, wo ich denke, dass es mir mehr hilft. Also ich habe auch schon in Restaurants gesessen und dann, habe so eine App für mein Hörgerät. Da kann ich extra ein Restaurantprogramm anmachen und auf einmal geht der Hintergrund weg und ich höre nur noch die Leute, die am Tisch sitzen. Und ich saß da halt total entspannt und meine Freunde fingen halt an, sich so nach vorne zu beugen. Und da habe ich gemerkt, so, okay, vielleicht haben wir diesen Punkt, dass zufällig genau die Parameter stimmten, dass das halt in dem Restaurant sehr gut geklappt hat. Und so Momente habe ich seit mit den neuen Hörgeräten immer mehr. Und da würde ich halt sagen, ja, schon cool. Also da merke ich, es ist fast da. Das hört sich echt cool an. Und was war das, was jetzt vor 6 Jahren noch so viel anders oder schlechter war, was jetzt irgendwie sich so gebessert hat? Also ich hatte meine allerersten Hörgeräte zum Beispiel, also es hängt zum Beispiel sehr viel vom Talent des Akustikers ab, wie gut die angepasst sind. Also das muss man echt nicht unterschätzen. Und ich glaube, ich habe
einfach ein bisschen Pech gehabt. Also die ersten Hörgeräte, die ich bekommen habe, die waren nicht so richtig gut angepasst. Und dann hast du halt oft nicht das Gefühl, dass sie dir viel helfen in so einer Situation im Restaurant. Und dann ist es eher anstrengend. Und dann, ja, dann ist es auch so Sachen, die können zu laut eingestellt sein. Also dann ist es irgendwann unangenehm und das stresst dann auch wieder. Und da gibt es halt sehr, sehr viele Facetten. Und Hören ist halt nicht einfach nur drei Knöpfe und dann ist es gut, sondern es ist halt kompliziert. Und so ein Akustiker, ein guter Akustiker kriegt das super hin und ein schlechter halt nicht. Und ich glaube, ich hatte am Anfang halt echt ein bisschen Pech. Und dazu kam noch, dass mein Hören auch am Anfang ein bisschen schneller schlechter geworden ist, sodass die ersten Hörgeräte, die ich bekommen habe, die habe ich auch nur 3 Jahre gehabt. Und eigentlich hat man Hörgeräte immer über 6 Jahre. Und tatsächlich ist es dann so viel schlechter geworden, dass ich dann mehr Leistung brauchte, quasi von der Hardware her, und habe dann schneller neue bekommen. Und grundsätzlich, wie wichtig ist dir die Unsichtbarkeit von Hörgeräten? Also mir geht es ja auch so, ich habe selber eine kleine Hörschwäche und ich bin so an der Schwelle zu dem, dass ich denke, okay, also eigentlich weiß ich, in bestimmten Situationen würde mir ein Hörgerät schon was bringen, aber bin ich noch nicht ganz dazu aufgerafft. Aber ich kriege immer wieder Werbung, unsichtbares Hörgerät und so weiter. Wie geht es dir damit? Ist dir es wichtig, dass ein Hörgerät unsichtbar ist? Nee, mir ist es überhaupt nicht wichtig. Im Gegenteil, ich finde eigentlich, sie sollten sichtbarer sein. Und ich habe auch ein bisschen Kontakt zu Hörgerätefirmen gehabt nach dem Talk, den ich gehalten habe. Und die haben mir immer gesagt, ja, aber unsere Marktforschung sagt, die Leute wollen immer unsichtbare Geräte. Also insbesondere die älteren Leute, weil das dann halt so ein Zeichen des Altwerdens ist. Und ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass sie es halt übertreiben. Also ja, vielleicht vor 20 Jahren waren die auch groß und klobig und da hat man eher den Wunsch gehabt, dass es nicht ganz so schlimm aussieht. Aber mittlerweile sind die so klein, dass man sie wirklich nicht mehr sieht. Und da finde ich halt, sie sollten lieber mehr Leistung reinstecken oder mehr Features, mehr Antennen, was weiß ich. Und eine andere Sache, die ich auch so im Umgang mit hörenden Menschen sehe, dass es ist ja trotzdem, auch selbst wenn man Hörgeräte hat, die gut eingestellt sind, ist es immer noch hilfreich, wenn die Leute das wissen und ein bisschen darauf eingehen. Also ich habe auch was davon, wenn meine Kollegen wissen, ah, die Helga liest von den Lippen ab, also drehe ich mich zu ihr, wenn ich mit ihr rede. Oder ich gucke, dass die Lichtverhältnisse gut sind. Oder ich fange nicht an zu nuscheln oder rede hinter meinem Monitor, sodass ich die Lippen nicht sehen kann. Das heißt also, wenn man die sehen kann, können Leute Rücksicht auf einen nehmen. Und ich finde halt, je unsichtbarer sie sind, desto schwerer ist es natürlich für die Umgebung, sich daran zu erinnern. Und von daher finde ich eigentlich, die könnten auch knallerot sein oder so. Also ich habe auch nie diese farbenden Farben oder Hautfarben genommen. Also meine Hörgeräte sind schwarz, einfach weil ich schwarz eine coole Farbe finde. Und von daher, ich finde halt, es ist auch, also mal gerade wenn man als junger Mensch Hörgeräte bekommt, dann ist es ja, ich denke jetzt nicht, dass ich alt bin, nur weil ich jetzt Hörgeräte habe. Und wenn man ja dieses Altersstigma, finde ich, sollte man da so ein bisschen ablegen. Und vor allem finde ich, eigentlich ist es halt sehr interessante Technologie. Und es sind sehr, also wenn man Technik begeistert ist, dann muss man eigentlich begeistert sein von Hörgeräten, die auf so kleinem Raum so viel leisten. Und ich finde, das kann man auch ruhig mal zur Schau stellen. Also meine letzten Hörgeräte, da gab es die Option, transparente Hüllen zu haben. Also man konnte dann wirklich jeden Chip und jedes Kabel da drin sehen. Okay, Und so ein bisschen die habe ich dann. Steampunk-mäßig. So, Genau, so ein bisschen. und die fand ich total klasse. Also ich habe mir das genommen, weil ich finde, man soll die Technik da auch ein bisschen zelebrieren quasi. Naja, cool. Ja, also ich kann verraten von der Online-Umfrage, das waren 600 Leute, davon 250 die Hörgeräte tragen, die anderen nicht. Bei dieser Frage, wie wichtig ist ja die Unsichtbarkeit des Hörgeräts, haben die auf einer Skala von 1 bis 10 haben die Hörgeräte tragen eigentlich, also nahezu alle gesagt, das ist mir eigentlich nicht so wichtig und ich kann mir gut vorstellen, das als modisches Accessoire zu tragen. Und eigentlich die anderen, die keine Hörgeräte haben, auch mit einem etwas größeren Anteil auch von jüngeren Leuten, die hatten da nicht so eine eindeutige Aussage. Also es ist anscheinend noch so, also wenn du sowieso ein Hörgerät trägst und andere Leute mit Bluetooth oder anderen Earbuds und sowas durch die Gegend laufen siehst, dann hast du sowieso
denke ich, einen anderen Bezug dazu, als wenn du noch keine trägst und dann eventuell noch Angst vor der Stigmatisierung hast. Das ist meine Interpretation, kann auch anders sein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass deshalb die Werbung ein bisschen in die Richtung geht, so gerade für die Leute, die noch keins haben. Aber sobald man welche hat, merkt man eigentlich, dass andere Dinge wichtiger sind. Also zum Beispiel, ich hatte jetzt Hörgeräte getestet, die aufladbar waren, also mit Akku. Die musste man über Nacht laden. Aber die hatten nur 20 Stunden Zeit dann. Also man konnte dann 20 Stunden hören und dann musste man sie wieder laden. Aber wenn man Bluetooth benutzte, dann das hat viel Strom gezogen, dann wurden aus diesen 20 Stunden auf einmal mal 16 oder 15. Mhm. Was aber zu wenig für meinen Tag ist. Also wenn ich mal irgendwie morgens zur Arbeit gehe und abends noch irgendwie auf eine Veranstaltung, dann reicht die Zeit halt nicht. Und dabei waren die Geräte so klein, wo ich mir dachte, da hättet ihr noch irgendwie so einen Zentimeter Akku dran bauen können. Okay. Das wäre völlig ungenutzter Platz hinter meinem Ohr eigentlich. Und dafür könnte ich Bluetooth und Akku, für die Umwelt was tun und hätte trotzdem alle Möglichkeiten, einen normalen Tag zu überstehen. Und leider gibt es das aber nicht. Also die haben dann lieber die Akkuzeit verringert, um die Größe zu klein zu halten. Aber ich hätte genau das Gegenteil gekauft. Okay, ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Genau, diese Bluetooth-Geschichten, die ziehen relativ viel Energie, habe ich auch mitgekriegt. So, okay. Für dich ist eigentlich daher grundsätzlich auch ganz normal ein Hörgerät als modisches Accessoire zu tragen, hast du ja eigentlich auch schon gesagt. So, okay, das waren jetzt mal die Fragen, die ich alle gefragt habe. Jetzt kommen wir mal zu den Fragen, die ich nur ich frage. Warte. Was war das? Ah ja. Genau, das letzte Hörgerät. Was war das irgendwie das, was dich am meisten irgendwie so gerockt hast, warum du genau dieses Hörgerät gekauft hast? Also ich habe ich wollte erst dann eine gute Sprachverständlichkeit. Das bieten die Großen mittlerweile alle. Das ist halt irgendwie schwierig, dann den einen von dem anderen abzugrenzen. Mhm. Und tatsächlich war das zweitgrößte Kriterium, ich will Bluetooth ohne irgendwelche Adapter, die mit meinem Android-Telefon funktionieren. Und da gab es genau zwei auf dem Markt Ende des letzten Jahres. Das war ein Gerät von Phonak und eins von ReSound. Die habe ich dann beide getestet. Und das von ReSound hat mit meinem Telefon nicht funktioniert. Und dann war die Wahl halt klar. Okay. Also einfach mit Smartphone irgendwie möglichst viel einstellen können das und Bluetooth haben und irgendwie telefonieren, guten Sound zum Sprechen, aber auch Musik zu hören. So, das ist irgendwie für dich auf jeden Fall das Wichtigste, oder? Genau. Und ich muss auch einen Punkt, viele haben mittlerweile eine App, mit der man per Handy dann zumindest Sachen einstellen kann. Die können jetzt alle noch nicht so viel. Also man merkt so ein bisschen, dass das App-Business noch nicht so ganz in der Hörgeräteindustrie angekommen ist. Also ich hoffe, da kommen noch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Aber dass das schon mal funktioniert und geht, das finde ich schon mal gut. Und genau, ansonsten eine Sache, die ich auch noch nutze, die so ein bisschen die Wahl einschränkt. Es gibt ja Induktionsschleifen, also zum Beispiel im Theater oder in öffentlichen Veranstaltungsräumen sind die im Boden verlegt. Und wenn man da ein bestimmtes Programm hat, da braucht man eine bestimmte Antenne für, da kriegt man den Ton dann direkt auf die Ohren. Also wenn man zum Beispiel in der Oper sitzt oder so. Und mein Arbeitgeber hat das in ein paar Meetingräumen installiert für Videokonferenzen. Und dafür nutze ich tatsächlich auch diese Antenne. Und da muss man mittlerweile, weil es so ein bisschen aus der Mode kommt jetzt mit Bluetooth, wenn man ein Hörgerät kauft, schon nachfragen, dass man das haben will. Und das war halt auch noch ein Kriterium. Okay, aber das ist ja eine alte Technik, ne? Also mit der T-Spule quasi da nochmal reinzuhören. Und ist immer noch cool, ja? Also Beats immer noch irgendwie Noise Cancelling oder so. Also bringt einen besseren Sound als das Hörgerät jetzt quasi, obwohl es jetzt Top of the Pop ist. Ja. Wow. Also schon einfach, weil wenn ich jetzt in der Videokonferenz sitze und dann kommt der Sound aus so ein paar Speakern 2 Meter weg von mir, dann das ist immer noch schlechter, als wenn ich es direkt auf die Ohren fange. Oh, wow. Also das ist also spannend, ne? Weil also gewisse quasi Techniken sich einfach ewig halten. Funktioniert dann letztendlich wie ein Radio, ne? Also kriegst quasi das, was im Mikro gesprochen wird, kriegst du direkt auf die Ohren.
Und ja, ich habe es übrigens mal probiert in so einem experimentellen Versuch, habe einfach irgendwie eine Schleife um den Tisch rum, also einfach eine Drahtschleife um den Tisch rum gelegt und da eine Spule reingehalten und mit einem MP3-Player einen Sound auf die Drahtschleife gelegt und mit die Spule an eine Aktivbox gehängt so und man konnte was hören. Also funktioniert. Also es ist super Also ich einfach, meine, aber das Schöne daran ist halt auch, dass das unabhängig von dem Hersteller der Hörgeräte ist. Also das finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass viele dieser Bluetooth-Lösungen oder irgendwo, es gibt ja schon andere Wireless-Lösungen, FM-Transmitter und so, das sind die oft nur kompatibel von einem Hersteller zu den Accessoires des gleichen Herstellers ist. Aber Induktionsschleifen, das ist halt universelle Technik. Das heißt also, wenn man das halt irgendwo hinbauen will, dann können auch alle das benutzen, egal ob die jetzt irgendwie Siemens oder Phonak oder was auch immer auf den Ohren haben. und dann den Sound der Induktionsschleifen, hast du da eine Möglichkeit, noch irgendwas einzustellen oder der ist so, wie er ist und der ist auch okay dann immer? Also der ist schon der Standard. War schon ganz gut, aber tatsächlich habe ich auch da in der App noch die Möglichkeiten, irgendwie die Höhen und die Tiefen einzeln einzustellen und die Lautstärke nachzujustieren. Also das geht sogar auch. Also geht bei jedem Programm. Und nutzt du das eigentlich relativ oft nochmal nachzujustieren oder bist du eigentlich, wenn kommst du von Hörgeräteakustiker und alles passt? Nee. Also tatsächlich, ich fummel da schon ganz gerne rum. Ich meine jetzt nicht in jeder Minute, aber tatsächlich für so Situationen, wo ich off bin, da kann ich sogar meine Einstellung speichern. Also zum Beispiel in meinem Lieblingspub kann ich die perfekten Einstellungen machen und dann das als Programm speichern. Und wenn ich das nächste Mal da bin, kann ich den wieder auswählen. Das Gleiche habe ich zum Beispiel für ein paar von unseren Besprechungsräumen gemacht. Also bei manchen ist dann irgendwie so ein Surren von der Klimaanlage im Hintergrund, was mich irgendwie nervt. Und dann konnte ich das genau so raus filtern und habe mir das dann dafür gespeichert. Und also ich glaube, ich nutze das schon ganz gut. Zumindest für Situationen, wo ich oft bin oder wo ich länger bin und denke, okay, wenn ich jetzt mal 5 Minuten rumbastel, ist es auch okay, weil dann, wenn ich danach 3 Stunden mit Freunden im Restaurant sitze, dann lohnt sich das halt auch. Ah ja, okay. Und wie viele von diesen Presets hast du da eigentlich, die du ja selbst zusammengebastelt hast? Nur mal so aus Neugier. Im Moment habe ich, glaube ich, 3 oder 4. Die ich so Okay. wirklich oft und für manchmal so für so Einzel, also Restaurants zum Beispiel, wo ich jetzt nicht so oft bin, dann stelle ich es halt einmal ein, aber speichere es dann nicht. Dann habe ich es halt nicht als wiederverwendbares Programm, aber trotzdem für die Zeit, die ich da war, habe ich das genutzt, dass ich es einstellen konnte. Und was kannst du da einstellen? Braucht da, Also ist das wie ein Equalizer oder wie ist das? ja, genau, so ähnlich sieht es das aus. Also zum einen kann man die Lautstärke für jedes Ohr einzeln einstellen oder auch zusammen. Dann hat man so ein Equalizer-ähnliches Ding. Allerdings hat das nur Hoch-, Mittel-, Tiefen. Also nicht so viele Kanäle. Obwohl die Hörgeräte selber halt mehr haben. Also ich glaube, mein Akustiker, der hat irgendwie 16 Regler oder so und ich habe nur 3. Dann gibt es extra einen Regler für Noise Cancelling. Und das andere habe ich vergessen. Also da waren so ein paar, also das sind halt, weiß ich nicht, insgesamt 6, 7 Sachen, die man einstellen kann, ja. Ja, und da hast du, findest du die so ausreichend oder kannst du dir vorstellen, dass das noch mehr für dich Sinn machen würden oder so? Also ich würde gerne definitiv mehr haben. Also ich habe auch in dem Vortrag schon erzählt, dass ich mir mal die Software besorgt habe, die so einen Akustiker hat. Und auch die Hardware. Also da habe ich dann wirklich alle Knöpfe bekommen und habe da auch mit allen rumgespielt. Und ich meine, ich verstehe, dass man das nicht so dem durchschnittlichen Benutzer antun möchte. Aber ich finde schon, dass wenn man technisch versiert ist und sich da ein bisschen einliest und ein bisschen rumprobiert, dass man da schon auch was Sinnvolles hinkriegt. Also da habe Okay. ich tatsächlich, ja, also ich weiß nicht, für den Durchschnittsbenutzer wäre wahrscheinlich so ein Zwischending zwischen den Apps, die es jetzt gibt und der Akustiker-Software ganz gut. Aber ich fand das super, dass ich da alles einstellen konnte, wie ich wollte. Okay, letzte Frage. Also wie stellst du dir das ideale Hearable, in dem Fall Hörgerät der Zukunft vor? Was soll er das unbedingt haben? Ja, natürlich Wireless.
Also Bluetooth ist schon super. Okay. Was ich noch schön fände, dass es wasserdicht ist. Das ist tatsächlich so ein Ding, was mich manchmal nervt. Also nicht, dass ich so der sportliche Mensch bin, aber ich habe schon irgendwie so Team-Ausflüge abgesagt, weil meine Kollegen wollten raften gehen und ich jetzt Angst hatte, dass meine Hörgeräte das nicht überleben. Dann hätte ich gern dieses, ja, also hatte ich mal so die Idee, irgendwie, sie sind zwar klein, aber sie sind nicht flach. Und wenn ich zum Beispiel eine Mütze anziehe, dann drückt das schon mal, insbesondere wenn man dann noch eine Brille hat oder so einen Skihelm oder so. Also das fände ich auch cool, wenn die irgendwie flacher wären und vielleicht irgendwie so weicher aus Silikon oder so. Warum muss das eigentlich immer so ein Hartschalen-Ding sein? Genau, natürlich will ich das mit allem verbinden können. Ja, und ich hätte natürlich gerne noch bessere Signalverarbeitung, noch besseres Rausrechnen von Sachen, dass ich halt wirklich das Gefühl habe, dass ich nicht irgendwie benachteiligt bin gegenüber den Hörenden. Okay, und was soll das rausrechnen? Ja, zum Beispiel Hintergrundgeräusche oder auch, weiß ich nicht, Kollegen, die ich nicht hören will. Okay. Oder vielleicht auch sowas wie, es gibt ja Leute, die haben irgendwie eine nervige Stimme, also da können sie ja nichts für, aber wenn man sich diese schöner rechnen könnte, das wäre auch super. Okay. Okay, freie Klang- und Stimmengestaltung für alle, vor allem die, die sowieso schon irgendwie was ich, ein Soundprocessing auf den Ohren haben. Ja, cool. Sehr spannend. Ja, danke für die Zeit. Wolltest du vielleicht noch was dazu sagen oder irgendwie habe ich was vergessen, das wissen? Ich wollte noch eine Sache sagen, die ich an deinem Projekt total super finde, dass du halt im Kopf hattest, dass Hören halt weit mehr ist als nur so ein paar Regler. Also ich finde, es macht zwar irgendwie Sinn, die Hörkurve als Grundlage zu nehmen für so eine Hörgeräteeinstellung, aber das Hören halt schon sehr subjektiv und auch sehr emotional ist und auch irgendwie sowas von der Tagesform zum Beispiel abhängig sein kann. Und ich finde, das ist so ein Aspekt, der oft finde ich, so, wenn man mit so einem Akustiker redet, irgendwie nicht so viel vorkommt. Also, dass das auch irgendwie ein bisschen mehr menschlichen Faktor hat, als so die Industrie uns ja, wissen lassen möchte. Ja, danke. Das sehe ich auch so. Das war auch eine meiner Motivationen. Ja, genau. Danke dir nochmal. Wir, ja, und ach, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, wir kommen zum Ende und ja, hoffen, es hat Spaß gemacht, auch beim Zuhören. Und ja, ich denke, es wird auch nochmal einen Podcast geben und wir sind in Kontakt und es wird noch mehr passieren. Okay, danke dir. Tschüss. Tschüss.